Sottele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit der Warzone-Mann hier. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir sitzen immer noch hier oben auf dem Dach in der Stadt, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir werden jetzt auch ein bisschen weitermachen. Wir haben noch, wie viel sind das? 20 Minuten, glaube ich, ne? Unser Bein gebrochen. Die Folge heute wird so lang, wie es halt dauert. Ne? Wir werden mal sehen, weil wir haben auch Tag 42, das heißt, die Horde kommt. Ja? Deswegen wird es interessant, weil ich will mit dir hier noch ein bisschen looten. Und dann fahre ich einfach nach Hause und guck, was wir so haben, um uns der Horde zu stellen. Ja? So, danke schön. Hier sind wir schon relativ voll. Ne? Das müssten wir eigentlich auch alles wegbringen. Den Red Remover, den können wir behalten. Ja, passt schon so. Und deswegen werden wir auch, oder sind wir auch hier schon nachts unterwegs. Irgendwas, nein, geht's hier runter, ohne sich den Hals zu brechen? Geht es? Dankeschön, den können wir mal direkt zerlegen hier. Haben wir echt was gegessen, getrunken? Oh, mehr als genug dabei. Mehr als genug dabei. Brauchen wir nicht rumheulen hier. Ja, ja, genau. Da macht's wieder au, 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 ne? Ich hoffe, hier kommt jetzt keine Wanderhorde oder so. Waren wir eigentlich im Keller? Gibt es hier einen Keller? Nein, da steht nur eins Exit. Okay. Hier irgendwas? Eine Tasche. Sehr gut. Wir machen jetzt extra ein klein bisschen langsam, ja, damit wir um 4 Uhr dann... Hallo? Ich wollte gerade sagen, damit wir um 4 Uhr... Wo kommst du denn jetzt her? Damit wir um 4 Uhr dann einfach draußen sind, ne? So, gucken wir mal, was hier los ist. Wir sind alle hier rum, warum auch immer. Die nicht. Aber jetzt machen wir natürlich ganz schön Krach für die anderen. Was soll's? Was soll's? So, no risk, no fun. Wir können nicht mehr wie sterben. Dann ist wenigstens unser gebrochenes Bein weg. Oh. Ach ja. Wo liegt unser Motorrad? Da hinten. Okay. Wo liegt das da? Ah, da geht's raus, ne? Ja. Hier kloppen sie auch irgendwo rum. Frag mich nicht wo. Das ist eine Mine. Sieht so aus. Da kommt sie. Flossen weg. Pamela. Ich glaube, es hackt. So, die Tür war offen. Also, der uralt Crackbook. Sieht genauso aus wie der andere. Hartes Fleisch. Hat halt nur keine Garage mit geilem Loot drin. Hier ist der Loot oben. So, 4 Uhr passt perfekt. Supidupi, Hosenpupi. Natürlich wie immer Regen und Nebel. Ne? Wir kennen es. So, machen wir in der Bude schon mal. Also ich mache jetzt gerade mal den hier. Weather Fog 0 und Rain 0. Ja, weil es nervt, dann seht ihr mal wenigstens wieder ein bisschen was. So, das ist wieder unser Cosplay-Freund. In der Bude waren wir schon mal drin. Das kennen wir. Das lassen wir mal. Das hier sieht mir ziemlich groß aus. Ich hätte gerne irgendwie so einen Shotgun-Messiah-Laden oder so. Das wäre geil. Den lasse ich mal in Ruhe. Oder haben wir zufälligerweise Dietriche dabei? Haben wir. Nice. Na dann gucken wir mal, ob wir das Ding aufkriegen. Captain 86er schreibt, moin moin zusammen, wie immer eine klasse Folge. Welches Spiel war eigentlich das erste, das du jemals auf PC gespielt hast? Bei mir war es Monkey Island und ich zocke es heute noch gerne. Liebe Grüße an alle. Erstens, Monkey Island kenne ich auch. Ich bin nie an den Kampfbudeln vorbeigekommen. Und damals, in meinem jugendlichen Alter, als ich das gespielt habe, ja, hatte ich noch keine Geduld für sowas. Hatte ich dann irgendwann die Schnauze voll und gesagt, scheiß Spiel, hab's in die Ecke geschmissen. Hab was anderes gespielt, ja. So, und dann gibt's da eine kleine Abstufung bei mir persönlich. Da ist ein Vierer, gib mal her, verändern. Raus, raus, raus. Abschließen. Und zwar
Meinst du jetzt richtigen PC Captain 86er oder zählt zum Beispiel auch einen C64 dazu? Ja, sowas. So, denn wir hatten einen C64 zu Hause, der war meinem Papa. Und da habe ich immer, haben wir immer am Wochenende zusammen Hanse gespielt, Kaiser und so, wer das kennt. Ja, das war immer sehr, sehr schön. Und allein habe ich da sehr, sehr gerne Ziff drauf gespielt. Und ja, das waren so meine ersten Computerspielerfahrungen. Und danach, warum ist alles kaputt? War mein erster eigener PC. Kannst du auch mal in die Kommentare schreiben, was dein erster eigener PC war. Ja, so von den Daten her. War ein 486 DX266 mit 400 MB Festplatte und sagenumwobenem 14 Zoll Röhrenfarbmonitor. Ja. Stolz die Bolle. Habe ich mir selber erarbeitet. Und darauf war mein allererstes Spiel Siedler 2. Deswegen liebe ich das heutzutage immer noch so. Und müssen wir unbedingt mal wieder zocken, die ganzen Spiele. Pioneers of Pagonia müssen wir auch noch weitermachen. Ja? Also, it wird, meine Freunde, it wird. So, was ist hier? Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet, Captain. Da will ich da jetzt rein. Mit einem gebrochenen Bein? Nein, ne? Lassen wir mal. Aber hier ist bestimmt wieder irgendwo Judy Witch. Ist hier nicht irgendwo ein, Händler. Gucke mal, schau. Hallo, Bob. Wie geht's? Ist das ein Händler oder... Das ist wieder der Fake-Fuzzi. Hier. Gerd. Wer kommt da? Gerd mit dem Vorschlaghammer. Ich glaube, es hackt. Da kommt er mit dem Vorschlaghammer. Okay, ist ein echter. Müssen nur warten. Dann gucken wir noch ein bisschen weiter hier. Da kommt der nächste. Das ist schon wieder... Ja. Ganz ruhig, so Kollegen wie dich braucht eh keiner. Also, weg damit. So, sehr schön. So. Doppelgemoppelt hält besser, deswegen, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten, Captain, ja? Kenne ich schon, ich lerne es trotzdem. Dankeschön. Blup. 6 Uhr war das, ne? Limudors Tavern. Nein, da ist aber wieder hier. Keine Geier, sehr gut. So. Hier. Da. Ja, damit. Ein großer Hund. Miep, miep. Oh, die kennen wir doch. Hier waren wir schon mal drin, ne? In der Great White North, ne? Genau. Also das ist ein Ding, da brauchen wir 2 Folgen für gefühlt. Das dauert. Hallo, wie geht's Ihnen? Haus kaputt. Haben Sie einen Briefkasten? Nee. Den vergessen die Leute immer dran zu klatschen, ne? Wenn sie, die Häuser bauen. Hinten ist alles voll. Alles voll. So. Ziehen wir den mal raus, dann können wir nämlich den Kommentar von Laura und Manni lesen. Die schreiben nämlich, hallo lieber Ede und Edenauten, ich schaue mir deine Videos seit der Vanilla-Mod an. Du machst die geilsten Videos, weiter so, und eine Pause hat jeder mal verdient. Gruß, Manni. Gruß zurück an dich und Laura, ja. Ich denke, ihr seid 2, sonst würde da ja nicht Laura und Manni stehen, ne. Freut mich, dass es euch so gut gefällt, aber bei du machst die geilsten Videos kann ich dir so nicht beipflichten. Ohne Drohne. Zack. Und zwar, weil ich finde, es gibt auch noch sehr, sehr viele andere geile Videos, die zum Teil auch noch geiler sind als unsere hier. Aber das Allerwichtigste ist, die allergeilsten seid ihr, weil ihr das alle feiert und guckt. So, ohne euch würde der ganze Laden hier nicht laufen. Geh weg, hau wen anders. Ohne dich hingegen würde der Laden laufen. Weg. Kommt noch wer? Oh, hier, Elke kommt an. Die will auch ihren Kuchen haben. Was darf sein? Eine Zitronenschnitte oder Käsekuchen? Ich nehme beides. So sieht's auch aus.
So, haben wir das Ding jetzt eigentlich aufgehabt? Nö, ne? Doch, ist leer. 2. Vor einer Minute gemacht, schon weiß das nicht mehr. Unglaublich, der Kerl. Unglaublich. Fahren wir wieder zurück, jetzt können wir die Sachen abgeben. Ach du Kacke. Wanderhorde. Ist das ein Titan? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er groß und grün. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Kermit. Mensch, jetzt bleib doch mal stehen. Da hinten ist wieder das Hühnchen mit dem Riesenschädel. Das ist so geil, ey. Das ist so geil. Das habt ihr auch gefeiert, ne? So, dann lass mal gucken. Hallo, Leute. Das Hühnchen haut einfach ab. Ja, da guckst du, ne? Der Clown wieder. Also ich habe das Gefühl, dass du den manchmal durch den Kopf einfach durchschießt. Und die keinen Schaden kriegen. So kommt es mir echt vor. So, wo ist das Hühnchen jetzt hin? Wir müssen da hinten hin. Ich muss die einsammeln. Hallo. Was macht ihr da? So, kommt her, Freunde. Nein, weg mit der Birne. Lol, habe ich da hinten das Hühnchen getroffen? Echt jetzt? Ballerorgie vom Feinsten. Gut. Dankeschön. Oh, da war wieder eine fette Quest. Die können wir gleich holen gehen. Wir müssen eh wieder ein bisschen Munition holen hier. Nein, liegen bleiben. Und Birne weg. Dankeschön. Was hast du denn hier? Lass mal gucken. Trader Bob. Should be worth its weight in gold and should come with extra loot. Okay, Mechanical Supplies. Na toll. Wir akzeptieren es trotzdem. So, wie lange haben wir noch hier gebrochenes Bein? 8 Minuten. Okay. So, Yogi schreibt, schön, dass du wieder da bist und was hast du im Urlaub erlebt? Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit. Die hatte ich, eine wunderschöne Zeit. Jetzt großartig was Spannendes erlebt oder so, habe ich nicht. Aber es war mega, mega schön. Und sehr erholsam. So. Hinten rein, die Sachen weg. Hallo, Pamela. Wollt ihr den Ladisch rot haben? Gerne. Da fliegen die Arme, du. Da hinten was? Nein. Okay. So. Pff, 6 Baumwolle. Bin mir verarscht vor. 6 Baumwolle. Ich glaube, es hackt. Forge ahead brauchen wir nicht. Haben wir schon. Hier nehme ich ein bisschen mit gerne. Was da drin? Zerlegen. So, hinten geht's hoch, ne? Jo. 7 Minuten noch. Das kriegen wir hin. Vielleicht ist wieder 8 Minuten. 7.44 Uhr, wir müssen auch noch bedenken, wir müssen ja wieder umfahren und uns Sachen holen und so weiter, ne? Das wird... Pff. Aber ich bin ehrlich, das passt mir heute ganz gut, weil wenn du die Folge hier siehst, ja, am Montag... Ich wollte eigentlich mittags mal nochmal extra streamen, aber ich glaube nicht, dass ich das hinkriege von der Zeit her. So, deswegen mich ja auch schon die Folge hier abends schrägstrich nachts am machen. Wir haben jetzt 10 vor 12. So, aber das macht nichts. Das macht nichts. So, guten Tag, der wäre Herr. Wie geht's Ihnen? Darf ich Ihnen hier... nee, keine Aufgaben. Ich will hier Sachen andrehen. Zum Beispiel hier. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das. Den. Den. Die Drohne. Droni lassen wir mal da, bis wir eine bessere finden. Stahlbeinschienen. Die können wir tragen. Die behalten wir. Weil wir haben nur Kackstein-Armbeinschienen, ne, glaube ich. Sonst irgendwas hier, das kann auch weg. Da haben wir auch 10 Stück zu Hause. Gucken wir mal. Was hat der denn Schönes hier? Hat der zufälligerweise Shotgun-Muni? Weagle Adventures hat er auf jeden Fall.
Das ist schon mal gut. Tech Planet. Robotik. Lass mal. Oh, guck mal hier. Alter, 185. Was? Nice. Da sagen wir nicht nein. Haben wir das wieder ein bisschen aufgefüllt. So, und ansonsten sehe ich hier nicht so viel. Das haben wir alles verkauft. Okay, so, die kannst du jetzt mal tragen. Siehst du, wusste ich es doch. Verändern, raus, raus, abschließen. So. Dip, 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 dip. Verändern. Und zwar, wo ist es jetzt? Der kann rein. Sonst noch was hier, was da rein kann? Nicht, dass ich wüsste. Gut, abschließen. Aber wir haben endlich vernünftiger. Das ist ja auch schon mal was. So, den Penner-Eintopf genehmige ich mir jetzt. Dann lese ich das Buch. Jawohl. Und dann sollte das eigentlich wieder gehen. Bisschen trinken können wir auch noch gerade. Warte, wir wollen einen Geheimgang hier, ne? So, wer den nicht kennt. In dem hier kenne ich ihn. Es gibt wohl in jedem einen. In die Ecke, hier runter. Bupp. Und wir haben noch ein paar Bücher. Dankeschön, Dankeschön. Das ist neu. Das ist neu. Also, die steht in der Vanilla nicht da. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Weg mit dem Scheiß. Gib mal her. Was ist da? Der Klo. Jo. Komm ich hier raus? Ja, darüber. Zack. So, wo geht der denn hin? Von wem ist der hier? Schon wieder Mechanical Stash. Alles klar. Lesen. Wir haben viel dabei. Dann können wir den auch nochmal voll machen. Damit geht es ja schneller. So, da gibt es mehr Anzeigen vom lieben Markus Igel. Er schreibt, hallo Ede und alle Edenauten, schön, dass du wieder da bist und hoffentlich hast du dich gut erholt. Das habe ich. Der Crackerbook ist aus der Alpha 19, steht ja auch dabei. Und der gefällt mir persönlich immer noch besser als der neue. Schon alleine vom Loot her. Zombies, die sich mit NPCs prügeln und die sich dann auch in Zombies verwandeln. Überraschung, die gibt es schon und du hast sie vor der Warzone gezockt, nämlich die NZ. Echt? Da ist das so gewesen? Keine Ahnung. Fällt halt nicht jedem auf, aber ich habe mir mal so einen Kampf aus sicherer Entfernung angeschaut und es ist tatsächlich passiert. Das waren dann die komplett roten Zombies, die herumliefen. Ich wünsche dir und allen Edenauten einen schönen, entspannten Start in die neue Woche. Muss ich echt nochmal testen. Muss ich echt nochmal testen. Habe ich null drauf geachtet. Okay, gut zu wissen. Nice. Und dir auch einen schönen Wochenstart. So, Treasure Bob. Wo ist der andere Treasure Bob? Wir haben noch zwei. Oder sind jetzt beide auf dem Haufen? Oder hat der eine die andere überschrieben? Das wäre natürlich bitter. Oder ist die noch weiter weg hier? Ich sehe zumindest nichts. Ah, da ist der andere Treasure Trader Bob. Gut, so, dann gehen wir jetzt dahin, machen wir die beiden und dann müssen wir nach Hause fahren und uns noch ein bisschen vorbereiten. Ruhe da. Wie lange haben wir noch? Ist hier irgendein Hund, ne? Geschientes Bein, 3 Minuten 30. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Ich kenne mich ja. So. Das haben wir, das haben wir. Hier waren wir noch nicht dran. Das nehmen wir auch mit. Wieder jede Menge Munition. Wer ist da? Kenne ich den? Wie geht's? Was ist das denn? Pui Devil. Ist der hässlich. Der sagt mir gar nichts. Warum hat der denn da so ein... ja. Sieht so ein bisschen aus wie diese Chicken von Half-Life, ne? Aber nur so ein bisschen. Guck. Der hat einfach den Wolf umgehauen hier. Und klatscht mir eine im Liegen. Ich glaube, es hackt. Brecher Sack. So geht das nicht hier. So, wo müssen wir hin? Finde den Schatz. 590 Meter. Wo denn? Ah, da. Ich bin ja vollkommen verkehrt am Fahren. Der sollte ja easy peasy sein. Kann man wieder drum rumfahren hier. So, hatten wir echt Glück, dass die Wanderhorde keinen Titan hatte, ne? Da hatten wir echt Glück. Und nach der Horde hier müssen wir dann auch unbedingt mal weiterbauen bei uns an der Wasserburg, dass das Ding irgendwann mal fertig wird.
Sonst haben wir hier Horde-Tag 290 und sind immer noch am Bauen. So kann es ja nicht weitergehen, ne? So, hol die Axt raus. Da gibt's Messerarbeit zu tun hier. Da hinten rennen sie auch rum. Danke für den Honig. Weg mit dem Baum. Ich laufe extra langsam, damit gleich das gebrochene Bein da weggeht. Das nervt mich gerade tierisch. Das triggert mich so ein bisschen. Haben wir eigentlich wieder Punkte hier? Nein. Achtung, es wird laut. Ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwer oder was spawnt dabei. Tut es. Oder die lief da so rum. Das kann natürlich auch sein. The dreckigen Zombies hier, ne? The dreckigen Zombies. So, wo ist der Schatz? Ruhe. Da, 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 da. Alter. Sogar offen. Alter, wohin mit den ganzen Batterien? Ein Humvee-Chassis? Und ein Goldnugget. Dann essen wir gerade das Katzenfutter. So, was sagt das Bein? Ist es fertig? Ah, 5 Sekunden noch. Die können wir gerade warten. Dann kann ich mich hier zurechtdrücken. So. Und nochmal nachladen. APT schreibt, jetzt werden schon die Hühner frech. Unfassbar. Weiter so. Ja, echt, ne? So, ich warte nur darauf, dass hier demnächst irgend so ein Mob mit Mistgabeln und Fackeln durch die Gegend läuft und uns jagt. Ah. Stell euch das mal vor, so wie eben die Wanderhorde, nur dreimal so groß und dann alle so Schilder, Fackeln und Mistgabeln, weißt du? Brennende Fackeln, Mistgabel und dann Schilder. Nieder mit Ede. So. Das wär's. Würde ich sehr feiern. Diese Richtung. So, hier waren noch die zwei Dinger, die wir aufmachen können. Ne? Wir packen das nochmal alles da rein. In unser Motorradchen. Guck, hier sind sie doch. So, ja, genau so. Genau so machen wir das. Was war das hier? Humvee-Chassis. Ach, da wird schon wieder geschossen hier. Die schießen schon wieder scharf. Das hier ist Hot Rod Accessoires. Das ist mir egal. So, alles rein da. Da, 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 da. Kann dann erstmal da drin bleiben. Alter. Ist hier ein Platz, du? Bitteschön. So, machen Sie mal Platz. Erstmal müssen wir den wegmachen. Da will jemand Schrot. Tut das Not, frisst du Schrot, ne? Ja, komm noch. Scheiße, wa? Fresh Mail. Aha. Fresh Mail. Hat der Butcher bei Diablo nicht immer gesagt. Fresh Meat. Geh weg. So. Wo kommt der nächste? Aufpassen, ich kenne mich ja. Ne? Dann mache ich das Ding kaputt hier. Schön langsam. Ah, ein Buch. Dreimal Melasse. Das finde ich klasse. Ich weiß, die Reime sind alt. Ne? So, da unten ist noch eins. Das nehmen wir auch mit. Wenn wir schon einmal hier sind. Da ist ein Screamer-Bär. Warum ist hier ein Screamer-Bär? Hallo, weil ich dreimal den Dingens benutzt habe, oder was?
Na komm doch. Komm, Moppelchen. Dankeschön. Und schon wieder Zigarren. So, da geht's raus. Alter, der nietet einfach mal ein Waschi-Waschi um da. HD Treasure Trader Bob, da wollen wir hin. Genau. Auf geht's zum nächsten. Den brauchen wir auch noch. Gott sei Dank, das gebrochene Bein ist weg. Gott sei Dank. Schon wieder geschossen. Hallo Waschi. Tut mir leid. Nein, tut's nicht. Macht Spaß, euch über den Haufen zu fahren. Sehr gut. Das ist noch eins. Nehmen wir das auch mit. Da haben wir jetzt langsam hoch genug Game Stage. Ist da nochmal einer? Nee, das ist kein. Das ist kein. So, kein Trader. Schon wieder so einer. Swollen, aha. Geschwollener Parasit. So, so. Wo kam der jetzt her? Was haben wir überhaupt für ein Game Stage, wenn ich fragen darf? 180. Hm? So. Wann los, Elke? Immer diese Elke hier, ne? Ach, da waren wir drin, da ist die Bücherei. Ah, direkt hier, bei der Bücherei, wo wir waren, okay. Das ist natürlich angenehm, ne? So, guck, da ist hier Trader Bobs Schatz. Holen wir uns noch schnell den Honig. Und die Eier. Oh nein, da rennt die Rote rum. Warte, wir helfen gerade mal Bob. Dankeschön. So geht das nicht an. Wenn hier einer die Zombies haut, dann bin ich das. Ach, ich glaube, es hackt. Sehr schön. So, der David schreibt übrigens, Servus Ede, wie immer eine schöne Folge und schöne Grüße an dich und alle Edenauten. Gruß zurück, lieber David, und freut mich, dass es dir gefällt. So, ich hoffe, du und ihr alle hattet ein wunderschönes Wochenende. Ja, damit. Gucken, was da wieder drin ist. Schon wieder Batterien. Sherp Chassis, Work Truck Accessoire, Stallion. Ey, nur so Zeugs. Tragschrauber, was will ich damit? Oh Mann. Aber bring wenigstens ein bisschen Sand und so und Steine, und hast du nicht gesehen. Ach, ah ne, das war hier vorne. Ich dachte gerade, da wäre wieder, ne? So. Folgendes. Wir fahren hier zur Straße. Die ist da hinten. Dann weiß ich nämlich, wo es lang geht. Und dann geht's ab nach Hause. Das ganze Zeug wegräumen und vorbereiten. Denn wir haben ja gleich ein bisschen Spaß, ne? Leider sind wir nicht so weit gekommen, wie ich dachte mit den Büchern. Aber das war mir schon klar. Weil die Horde ist halt, ja, hat Vorrang. Und die kommt halt, ob du willst oder nicht. Genau, weg mit dem Baum. Auch kein Mensch. Auch kein Mensch. So, ist da vielleicht was drin oder haben wir den schon gelootet? Den haben wir nicht gelootet. Good night. Ah, das ist der Mini-Bär. Uhu. Sehr schön. So, scrollen und wir wieder was runter für die nächsten Kommentare. Da ist wieder mehr Anzeigen. Mhm.
zack, zack. Der Thorsten Bayer schreibt, ich spiele kein Fortnite. Du musst du ja auch nicht. Wem es gefällt, der soll es spielen. Wer es nicht mag, der spielt es nicht, ne? Ich habe es früher auch mal gespielt, ich spiele es nicht mehr. Weil es mir einfach nicht mehr gefällt. Habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ne? Mit dem, ich mache jetzt nur noch Fortnite-Stream-Content. Super. Überhaupt nicht meins. So. Heißt nicht umsonst. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, gut. Ah, guck mal, da unten ist ein Kommentar vom Sascha. Den lesen wir jetzt gleich vor. Wenn ich hier Stumpi überfahren habe. Gibt sogar 280 XP. Nice. Und hier die abenteuerlichen Straßen befahren habe. Weil da muss ich hingucken. Da kann ich nicht nach links gucken zum Lesen. Das geht nicht. So. Achtung. Was tut er da? Hat er eine Sprungfeder gegessen? Ich weiß nicht. Er hat nur diese Straßen gebaut. Wer hat das Ding gebaut, ey? Das ist unglaublich. Ruhe. Alles voll mit Zombies hier. Ich nehme gleich wieder Level ab. Uhu. So ein paar Mollys und so wären auch schon geil, ne? Haben wir eigentlich... Geh weg. Haben wir eigentlich noch Mollys und Granaten und so zu Hause? Oder ein paar Jetons, dass wir ein paar kaufen gehen können? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. So, jetzt geht's nur geradeaus. Jetzt können wir kurz ein bisschen lesen. Der Sascha schreibt, hallo lieber Edo und alle Edenauten. War wieder mal eine super Folge. Danke für deine Zeit und Mühe. Aua Auto. Was ist das denn? Hä? Was ist das? Was zum Teufel? Was war das? Kiefernwald steht da. Hast du das gesehen? Naja. Scheint auf jeden Fall gut zu schmecken. Einfach mal so ein Hirsch mit einer Axt in der Stirn. Alles klar. Ah. Dong. So, darf ich jetzt weitermachen? Ihr unterbrecht Sascha hier. So. Ich glaube, das rote Gebäude soll eine Anlehnung ans Pascha sein. So. Ich lasse das mal so stehen, ja? Also das mit den Titanen ist mir auch aufgefallen. Mr. BSE und ich spielen die Warzog auch, sind jetzt an Tag 35 oder 36 und haben bisher einen einzigen Titanen gehabt. Vielleicht haben sie ja nur die, wie heißt es? Vielleicht haben sie ja der Entwickler die Spawnrate der Titanen drastisch runtergeschraubt. Oder aber sie haben sie auf eine höhere Game Stage gestellt. Das kann ja auch sein, ne? Weil guck mal, was ist das hier? Parasit. Ah ja. Habe ich vorher auch nicht gesehen. Die sind neu, ne? Habe ich noch nie hier in der Warzone gesehen. Kann natürlich sein. Oder? Wenn so oft Updates kommen, neue Zombies rein, den Game Stage der Titanen verschoben, sodass sie erst später spawnen. Weil du siehst ja jetzt, ich habe, was haben wir jetzt hier, 181, sagen wir mal erst ab 200 oder 250 spawnen die. Dann ist logisch, dass jetzt keiner mehr hier spawnt, ne? Ach, der gute alte Knast, da waren wir auch schon drin, ne? Ich glaube ja. Überall waren wir schon hier, die Stadt ist ausgeräubert, das nervt. Ach. Bong. Krieg das noch hin, dass das gleich wieder kaputt ist, keine Angst. So, nehmen wir noch hinten den Trader mit. Der war ja auch hier irgendwo. Wo ist der? Links rum. Hallo Hundi. Keine Zeit für dich. Geh weg. So, das ist der Fake-Trader hier. Und auf der anderen Seite ist der richtige. Ruhe. Ach, ist das schön, wenn man hier sprinten kann. Ohne sich die Haxen zu brechen. We sell only
the best merchandise. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir waren hier auch noch nicht unten in der geheimen Truhe, ne? So, mein Freund, was haben wir denn hier? Sollen wir Batterien verkaufen? Nein, aber das kannst du verkaufen, weil das kennen wir schon. Was ist hier? HD Ammo Bundle, Punkt 50 BMG. Motorradlenker weg. Worktruck weg. Stallion. Sherp Chassis will ich sowieso nicht. Tragschrauber schon mal gar nicht. Motorradfahrwerk kann auch weg. Das Ding kann weg. Den behalten wir mal. Wer weiß, wofür wir ihn brauchen. Vielleicht machen wir doch noch eine zweite. So, das Rad behalten wir auch. Sonst irgendwas? Wir haben 23.000. Explosive. Backplanet, Ödlandschätze kennen wir schon. High Noon kennen wir schon. Schraubenschlüssel. Nichts Tolles hier. Nichts Tolles. Tactical Warfare nehme ich mit. Genau. Rifle World nehmen wir auch mit. Sprengbolzen können wir mitnehmen. Jawohl. MP5. Nein, haben wir nicht geskillt. Sonst noch irgendwo was? Nope. Stranger. Hup. Oh, aha. Hier ist keine Kiste. Oder ich habe die wieder kaputt gemacht. Ich kenne mich ja. Hep. Elke. Dein Ernst. Wir haben noch keine Zeit. So, ab nach Hause. Gucken, was da so los ist. Zack, zack, runterscrollen. Da schreibt die Ellie René Penny. Wieder eine sehr gute und spannende Folge. Fast von einem Huhn erschlagen worden. So etwas gibt es nur bei Seven Days to Die. Wie verrückt wird die Mod? Dennoch feiere ich aber auch die Beklopptheit des Spiels, weil es einfach dazugehört und das Spiel davon lebt. Ja, diese Mod ist echt, ne? Die ist, ja, wie soll man es beschreiben? Sagenhaft. Hast du ja gerade wieder gesehen, ne? Bei dem Hirsch mit der Axt in der Stirn. Und dem irgendetwas. Ich glaube, es war ein toter Körper oder so, ne? Der in ihm hang. Was auch immer das sein sollte. Keine Ahnung. Drive-through. So, wir sind zu Hause. Auf dem Dach wächst der Mais. Geiler Scheiß. Da ist schon wieder ein Bär. Oh Mann, ey. Was wollt ihr mal von uns? Wir haben da noch nichts repariert, fällt mir gerade ein, ne? Oh, oh. Und wir müssen gucken, ob da noch, Gut, dass wir nach Hause gefahren sind. Hallo? Lass das. So, haben wir hier beim Trader noch Jetons drin? Nein. Lernen, lernen. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, du. Hat man sowas? Ja, da oben hat man noch einen mitgenommen. Okay, 33 von 110. Lass mal gucken. Wo ist es? Wo ist es hier? Scharfschützen 2 von 7. Ne, hier war das, ne? Ein. Hier. Maschinengewehre 33. Hier, fast 2. Aber wir müssten die jetzt auch hier bauen können. Denke ich mal. Double Barrel HK Hybrid. Direkt auf 6? Warum das denn? Okay. Flammenwerfer, der ist mir gerade egal. Wie du direkt alles auf 6 bauen kannst hier. M4A1. Der ist natürlich nur auf 1. Das ist ja lustig. Die Mossberg ist auf 4 jetzt. Okay. Können wir bald wechseln. Das sind die ganzen Spaß. Hier ist die Vulkan mit der 762er. Das Barrel. Okay, und da fehlt noch ein bisschen. Also wir müssen noch ein bisschen... ja, guck mal, wie viele wir haben. Wir müssen noch ein bisschen ranklotzen. Dass wir da dann die Waffen wechseln können. So, Bergbau rein da, Trader haben wir gerade nichts, trinken kann da rein. Dosenfutter, bitteschön, Parts, bitteschön, hier ist nochmal Blei. Das ist Trader, Trader. Schon wieder Blei, rein da. Das bleibt mal hier. Unser Motorrad lasse ich jetzt voll. Waffen und Munition. Was haben wir da? Repair Automatic Rifles. Dankeschön. Dann nehmen wir das mit. Den nehmen wir mit. Haben wir noch irgendwie was hier zum Ballern? Eine Rohrbombe. Sprengbolzen für Armbrüste. Jawohl. Sehr gut. So, wo habe ich denn die anderen hingetan? Habe ich die jetzt verkauft oder
Ah, nee, ich habe die bestimmt da drauf gepackt, ne? Ich habe die bestimmt da drauf gepackt. So, das ist Türöffnergeschoss. Die können wir auch mal mitnehmen. Die können wir verballern. Und jetzt brauchen wir die 762er Munition. Die ist hier. So, haben wir noch eine schöne 9mm? Nee, ne? Wir haben nur die hier. Ich werde mir gerade eine bauen. Aber die braucht die bestimmt nicht, ne? Können wir nicht bauen. Guck, die braucht 45 ACP Rounds. HD Desert Eagle ist auch nur auf 3. Womit schießt die? 50 Cal Rounds. Ja, nee, ist klar. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen, Ede. Dumm gelaufen. Dann gib mir noch den Compound-Bogen mit und Feuerbolzen für Armbrüste. Die kannst du mir alle mitgeben. Die kannst du mir mitgeben. Ich sag ja, wir müssen das trennen hier. Da haben wir noch ein paar. Die können wir mitnehmen. Ich hoffe, das reicht zum Reparieren. 1500 Schuss dafür. Aber die hat halt kein Reparaturkit. Keine Lust, jetzt eins zu machen. So. Das haben wir. Was haben wir denn? 1724. Nein. Wir müssen ja hinten weitermachen. Ach, wo war das denn jetzt? Bergbau hat man das hier da. 900. Wir haben leider keinen Stahl, ne? Doch, haben wir. Perfekt. So, haben wir denn auch Pflastersteine? Haben wir auch. Ich habe aber wieder Glück, ne? Wir haben wieder Glück. Alles fliegt noch einfach so rum. Auf den letzten Drücker hier. So, das Zeug steht noch da. Du kannst da rein. Da hinten haben sie alles kaputt gemacht. Okay. Die stehen noch hier, wie gesagt. Da fehlt einer. Form kopieren, Stellung kopieren, drauf da. Dankeschön. Hier noch irgendwo was? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hier ist alles weg. Uiuiui. Wir wollen ja die Bude einreißen, ne? So, Form kopieren. Rein da, rein da, rein da, rein da. Rein da, aber erstmal muss hier. Alter. Geil das Ding, ne? Einfach nur geil. Aber es ist schnell leer hier, der Stahl. Repariert werden muss erst. Ah, es tut mir so leid, dass wir hier nicht wirklich mal ein bisschen weiterkommen. Und bei uns weiterbauen. Aber du musst halt erst die Sachen hochleveln, ne? Und da wir nur so wenig XP haben. Also was heißt so wenig? Mal normal XP, ne? Ist halt, ja, dauert das ein bisschen. Sagen wir es, wie es ist. Später können wir ja noch mehr machen, ist ja kein Problem. Rein da, noch einer, rein da. Da könnt ihr da rumhauen, das ist mir egal. Wichtig ist hier, das muss alles ganz bleiben. Weiß gar nicht, ob da oben wieder alles gespawnt ist. Müssen wir mal gucken. Überall Löcher hier. Wer war das denn? Junge! Ganze Boden kaputt. Was haben die hier gemacht? Sind die Banane? Ich glaube schon. Und da ist alles zugeblieben. Diesmal waren sie hier. Wie haben sie denn da oben das Loch hingekriegt? Wie geht das denn? Ja, genau. Mach Stahl. Machst du gut. Ja, den ganz. Junge, das dauert, du. So, und wir haben hier noch Kommentare von Manuel. Der schreibt,
Servus Edo und Edonauten, wie geht's euch? Ey, Edi, ich hatte den heftigsten Nachtflash meines Lebens, wo du gesagt hast, voll in die Familienplanung. Ahaha, geil. Ja, war doch so, oder, Manuel? Dann haben wir noch den Kai, der schreibt, hey Edo und Edonauten, was ein geniales Killerhühnchen. Immer wieder schön zu sehen, dass du auch nicht alle Gegner kennst und auch mal überrascht bist. War wieder eine klasse Folge. Mach weiter so, lieben Gruß an dich und alle Edonauten. Immer gerne, lieber Kai. So, und ja, auch ich kenne nicht alles. So, wäre auch langweilig, wenn man alles kennt, ne? So, deswegen tue ich mir zum Beispiel auch, wenn es geht, ne, die Mods vorher nicht angucken. So, damit man halt immer wieder überrascht ist und was Neues kennenlernt. Level up, ja, yeah, das ist alles aufgewertet. Können wir hier noch zwei machen, den und den. So, das war's. Alles ganz, alles paletti. War es schon geil, das Teil. Wir haben nur eine gelbe, ne? Wir haben noch keine Dingens hier. So, wo geht's hoch? Gucken wir. Machen wir einfach hier einen Stapel. Ich glaube, hier irgendwo hatte ich mich. Geht das hier? Nein, geht nicht. Dann müssen wir es hier machen. Darauf darfst du ja nicht. So, ich verwette meinen Allerwertesten, dass hier jetzt wieder alles voll ist. Siehste, wusste ich's. So, weg mit dir. Weg mit dir. Dankeschön. Weg mit dir. Auf die schnelle Leeren hier. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh Mann. Haben wir ja ein Glück hier, ne? So, da ist keiner. Da hinten liegt einer. Da steht einer. Lass den Scheiß. Aufs Dach müssen wir auch noch. Da ist niemand, aber hier sind diese überall. Sonst noch einer? Er hat noch nicht, will nochmal. Hm? War hier nicht ein Weg aufs Dach? Wo bleibt eigentlich die Wanderhorde? Ich warte auf die Wanderhorde. Muss auch wieder eine kommen. So, gib mal her. Passt. Da. Eddie liegt auf dem Dach, weißt du? Oh Mann. Ja. Die Vogelnester respawnen auch? Okay. Also so langsam, glaube ich, können wir das mit dem kein Loot respawnen hier vergessen. Die hatten wir doch alle schon mal gelootet. Da hüpfe ich jetzt nicht hin. Ich will mich wieder das Bein brechen. Ich weiß auch nicht, warum das hier eingekracht ist. Frag mich nicht. Wahrscheinlich, weil die Stabilität unten zu wenig geworden ist. Aber it is what it is. Können wir gerade nicht ändern. So, wir haben noch einen Kommentar von Johnny Walker, der schreibt, hey Ede, während ich auf neue Videos von dir gewartet habe, habe ich eine Challenge beschlossen. Eine Map nur mit Wüste und Wasteland, ohne Horde, aber nur mit Fäusten. Danke für ein weiteres tolles Video. Liebe Grüße. Oh, nichts zu danken mit dem Video und dann viel Spaß bei deiner Challenge. Da bin ich mal gespannt, ob du sie schaffst. Also, so, der Bogen kommt hier hin, die Armbrust kommt hier hin. Die M60 kommt hier hin. Wir haben mal wieder nichts, ne? Hier nur Verbände mitgenommen. Perfekt. Ich bin gespannt, wie sich das ausgehen wird. So. Zack. Nachgeladen. Was laden wir hier? Steinpfeile auf keinen Fall. Wir nehmen brennende Pfeile. Hier nehmen wir unsere 100, 200 Sprengbolzen. Oh, oh, das wird lustig. Ja. Und dann geht die Party ab, würde ich sagen. In anderthalb Stunden.
Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Wir sehen uns in der nächsten Folge zur Horde.